Zähne ziehen und bohren kann er zwar trotz allen technischen Fortschritts noch nicht, er kann aber Informationen über Zahnputztechniken und Alternativen beim Zahnersatz geben. Das war der Bezirksärztekammer schon zu viel. Sie wirft dem Doktor vor, er verstoße gegen das Werbeverbot der Ärzte. Heute musste er sich vor seiner Standesvertretung verantworten. Ob man ihn vom Datenhighway schubsen konnte, sagt Ihnen Tibet Sinha. Der E-Mail-Arzt und seine Internetpraxis. Für reichlich Verwirrung sorgt Michael Vorbeck, ein Zahnarzt aus Trier. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Wer zu ihm will, braucht dazu nur einen Computer mit Online-Anschluss. Mit bunten Bildern gibt er Tipps zur Zahnpflege und empfiehlt so manche Zahnbürste. Es soll eine saubere Präsentation, informativ sein und keine Werbung in dem Sinne, wie es in Amerika betrieben wird. Denn da macht man tatsächlich Werbung auf dem untersten Niveau und da wollte ich mich nicht unbedingt dran anpassen. Ärger macht ihm nun die Zahnärztekammer. Die beruft sich aufs Gesetz. Da heißt es, Werbung ist öffentliche Anpreisung und Ärzten verboten. So traf man sich heute zum Streit über die Frage, ob Vorbecks Computerträume Werbung sind oder nicht. In der Position blieb man hart. Ich denke, dass das, was die Zahnärztekammer hier zurzeit tut, absolut gegen die Innovation ist und gegen die Dinge, die wir im Prinzip in unserer heutigen Wirtschaft brauchen. Er möchte also gerne seine Informationen auch im Internet darstellen und diese Informationen haben werbenden Charakter und darum sagen wir, das passt nicht mit der Berufsordnung zusammen. In Mainz entzündet sich ein Fall, der auf ganz Europa überschwappt. Die Engländer haben ähnliche Probleme, hier sind es die Anwälte. Doch Dr. E-Mail gibt nicht auf. Ich habe sehr viel Solidarität erfahren und ich denke, wir kommen durch diese Sache durch. Es wird zwar ein harter Kampf geben, aber ich bin optimistisch. Und je mehr Solidarität wir danach haben, umso mehr werden wir nachher auch die Sache durchdrücken und werden gewinnen. Und ich sage zu allen Internet-Usern und Anwendern, sage ich, Victory, wir werden es schaffen. Bis zur endgültigen Klärung können Patienten also weiter zum Zahnarzt surfen. Haben Sie schon mal was von http://www.vorbeck.com, klingt ein bisschen abstrus, könnte aber für alle diejenigen die Lösung sein, denen sich schon beim Geräusch eines Bohrers die Nackenhaare sträuben. http://// und so weiter ist nämlich die Internetadresse eines Trierer Zahnarztes. Der dachte sich, Zahnarztbesuch einmal anders und eröffnete die erste virtuelle Praxis. Doch statt Beratung auf dem Datenweg gibt es für ihn erstmal Ärger vor Gericht. Die Landesärztekammer will morgen per Gerichtsbeschluss die Datenautobahn von Michael Vorbeck schließen lassen. Die erste Zahnarztpraxis, in der Bohren und Zähneziehen nicht wehtut. Gebohrt wird hier zwar nicht wirklich, trotzdem gibt's für Datensurfer mit dicken Backen Tipps rund um die Kauleiste. Und das auf Mausklick. Genau das bereitet der Landesärztekammer Zahnschmerzen. Obwohl sie selbst ins Internet will, soll der Alleingang Vorbecks jetzt verboten werden. Der Kammer geht es in meinen Augen um etwas ganz anderes. Sie hat eine Monopolstellung und will ihre eigenen Mitglieder, sprich Zahnärzte, ins Internet hineinbringen, allerdings unter ihren Bedingungen. Und das ist genau der Punkt, wogegen ich mich wehre. Und da unterstelle ich einfach, dass nicht nur eine Monopolstellung da ist, sondern unter Umständen auch eine Gewinnabsicht. Hauptargument der Kammer, der Zahnarzt betreibe verbotene Werbung. Stimmt nicht, sagt Vorbeck. Wer die Computerpraxis besuchen will, muss zumindest die Internetadresse kennen. Und er muss vorher ganz klar sagen, ja, ich will als Patient in die virtuelle Praxis oder nein. Und damit ist das innerhalb des geschlossenen Benutzermediums nochmal geschlossen. Wie oft ich es noch mehr schließen soll, weiß ich nicht. Aber die Kammer scheint immer das noch nicht zu verstehen und scheint Internet von Pizza einfach nicht in irgendeiner Form unterscheiden zu können. Im Internet auf Patientenfang, das weist Michael Vorbeck von sich. Die User wohnen viel zu weit weg. Daher sieht der Zahnarzt dem Entscheid des Gerichts gelassen entgegen. Die einstweilige Verfügung, die gemacht worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist fast lachhaft. Also alle Juristen, die wir hier mit einbezogen haben, die haben also gesagt, hier sind einige Fehler den Herrschaften unterlaufen. Es sind Unwahrheiten drin. Doch die Kammer bleibt hart. Niemand darf aus der Reihe tanzen. Bleibt abzuwarten, wer vor Gericht wem den Zahn zieht. Tja, morgen wird das Ganze vor Gericht entschieden. Und damit sind wir eigentlich auch gleich mitten im nächsten Thema.
Ärzte im Internet beraten? Um diese Frage ging es heute vor dem Landgericht Trier. Wir haben gestern bereits über die virtuelle Praxis des Trierer Zahnarztes Dr. Michael Furbeck berichtet. Heute nun wurde der Streit zwischen ihm und der rheinland-pfälzischen Landeszahnärztekammer den Richtern vorgetragen und dem 33-jährigen Trierer Doktor wurde dabei so richtig auf den Zahn gefühlt. Franz Josef Zielinski war dabei. Nachhilfestunden im Sitzungssaal 230 des Landgerichts Trier. Das Fach Internetsurfen. Die Landesärztekammer wollte E-Mail Dr. Michael Furbeck juristisch auf den Zahn fühlen. Betreibt er nun verbotene Werbung im Internet oder nicht? Das Gericht vertrat die Auffassung, dass Ärzten Werbung generell nicht verboten sei. Weitere Kernfrage, ist das Internet als offenes Medium für jeden zugänglich oder nicht? Doch eine endgültige Antwort blieb aus, das Gericht wollte einen Vergleich, schlug Kompromisse vor. Danach wäre die virtuelle Praxis nur noch eine Hausnummer gewesen. Ganze Seiten wären rausgeflogen. Der Rest wäre im Sinne der Landesärztekammer überarbeitet worden. Dennoch wollte der Cyberlog fast aufgeben und dem faulen Kompromiss zustimmen. Ja, ich war kurz vorm Aufgeben. Sicherlich, wenn man bedenkt, meine Frau erwartet in den nächsten Tagen ihr Kind und dann ist natürlich so eine Entscheidung auch für mich als angehender Vater nicht einfach. Ich habe hier eine schwerwiegende Verantwortung zu übernehmen, aber nicht nur gegenüber einer Familie, sondern im Prinzip auch ja gegenüber sehr vielen Leuten, die heute auf Trier blicken. Daher lange Beratungen auf dem Flur. Seine Anwälte konnten ihn überzeugen, weiterzubohren, denn die Chancen stehen gut für Furbeck. Das Gericht sah keinen eindeutigen Wettbewerbsverstoß. Ja, da stimmen wir mit dem Gericht sicher nicht überein. Das Gericht sieht einen anderen Rahmen, in dem Werbung erlaubt ist, erlaubt sein soll, als wir als Kammer das bisher gesehen haben. Für Online-Doc Furbeck heißt das jetzt Zähne zusammenbeißen und durch. Er sieht sich nicht als Geisterfahrer auf der Datenautobahn. Auch weiterhin soll es aus Trier heißen. Der Nächste bitte. Tja, die nächste Folge unserer